schafft es Leo Appelt, eines der größten Radtalente Deutschlands, vom blau-gelben Langhahn. Und siegte 41 Mal. Lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Er wurde viermal deutscher Meister, gewann alle großen Rundfahrten und kam immer alleine ins Ziel. Es gab nie einen Schlusssprung, er hat sie immer alle vorher abgehängt. Natürlich ist er auch Niedersachsenmeister, Norddeutscher Meister, Crossmeister und. Und wenn Sie in den nächsten Jahren irgendwann einen Mann aus Hannover bei einer Tour de France-Etappe besiegen sehen, dann erinnern Sie sich bitte an die Sportgala 2012 und erinnern Sie sich an ein außergewöhnliches Talent, an Leo Appelt. Leo, Siegertyp, wie gut kannst du eigentlich verlieren? Na, verlieren kommt zum Glück nicht so oft vor. Aber dann habe ich gute Unterstützung von Trainern und Eltern und komme damit auch gut fertig. Du trainierst ja eigentlich an jedem Tag. Wenn du nicht trainierst, putzt du deine Räder. Bist du gelegentlich auch mal zu Fuß unterwegs? Außer zu Hause und in der Schule und bei Freunden eigentlich eher weniger. Fast so wichtig wie die Rede ist die Milch. Was passiert, wenn bei Leo im Kühlschrank die Milch fehlt? Das kommt zum Glück auch nicht so oft vor, aber wenn, dann gibt es Ärger zu Hause und schlechte Laune den ganzen Tag. Wer hat den Ärger auszuhalten, deine Mama? Wer hat den Ärger auszuhalten? Beide. Okay. Dein Trainer sagt, du hast die Gabe, keine Schmerzen zu empfinden. Du sagst, du gehst gerne über deine Grenzen. Bist du gar nicht Leo, sondern Superman? Also ich glaube Superman jetzt nicht, ich bin glaube ich ein talentierter Sportler und ist noch ein langer Weg, aber ich weiß gar nicht, ob Superman Rad fahren kann. Laura Sänger und Leo Appel, Dankeschön! Für unsere Nancy und dann geht's ab und wir hören, wer Zweiter geworden ist. Vielen Dank, Dankeschön.